Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag, Philipp. Und wir sind auf dem Weg zu dem Brötchen. Voll der schöne Himmel. Wir machen uns jetzt dran und holen uns was Leckeres zu essen. Ein Käffchen und Brötchen. Boah, da ist schon die Sonne. Sehr schön. Perfekt zum Stand-Up-Paddling, Felice. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diesen Gelbstich hier drin. Das liegt an diesen unglaublich tollen Lampen, die, egal wie man es dreht und wendet, hat man diesen Gelbstich. Auch zum Schminken ein Traum. Wir frühstücken jetzt. Hier gibt es jetzt... Christian, mach's an oder aus, bitte. Mach mal aus. Besser. Wir haben verschiedene Säfte, wir haben Käse, Wurst, Butter. Ganz wichtig. Blaubeeren. Also Nikolas ist blaubeersüchtig, oder Carla? Mhm. Wir haben Brötchen geholt, für mich und für Christian Kaffee. Und Nico will nicht in seinen Stuhl, den gibt es hier übrigens immer mit dabei. Aber den müssen wir jetzt erstmal mit Blaubeeren locken. Und dann gibt es hier lecker Essen. Carla isst ja schon mal. Ja. Guten Appetit. Danke. So, wir machen uns auf den Weg. Wohin gehen wir, Anni? Mein Pony. Was machst du da? Weiß ich nicht, Mama. Kann man reiten. Und du musst dein Pferd striegeln, ne? Und noch die Haare machen. Und die Kali kommt auch mit. Die darf und auch mit. Kann man noch die Haare machen. Die Haare vom Pferd, stimmt. Und die Felice übernimmt eine der beiden Mäuse beim Führen. Und die Männer machen was anderes. Wobei Nico auch Pferde gucken will. Und der ist auch mal wieder am Start. Schaut mal, der lebt auch im Urlaub. Nicht, dass ihr behauptet, ich würde nur reden, dass er dabei ist. Er ist wirklich da. Aber er mag keine Pferde. Wirklich gar nicht. Ja, Nico macht mein Pferd. Ja, so macht der Nico, wenn er ein Pferd sieht. Genau, Nico! Ein Pferd! Boah, gehen wir zu den Pferden? Ja? Oh, 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 Nico rollt und rollt und rollt. Christian ist dabei, woran merken wir das? Nico ist da! Er lässt den Hund den Kinderwagen ziehen, ich fass es nicht. Oh. Da hinten ist der wunderschöne See. Heute ist ein bisschen regnerisch, der Weg ist ja auch ganz nass, wie ihr sehen könnt. Aber es duftet herrlich nach Regen, oder? Klar. Und es kommt gerade ein Flugzeug von irgendwoher, ist da etwas laut. Hier waren wir gestern auch an so einer Wasserstelle zum Planschen. Da kann man auch gut mit Odi hingehen. No, let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberate it. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go, oh, oh, oh. Let's go, 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 let's go. The sky is lit and it's gonna be a good night. So let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberate it. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh, let's go. Hello everybody, good morning in the morning. Seid ihr wach? Ja. 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 So halber.
Wir sind schon raus aus dem Center Park. Also nicht, weil wir... Oh, Fokus. Nicht, weil wir raus, weg sind, sondern... Warum ist das eigentlich so... sondern weil wir Ponyreiten gehen, aber diesmal auf den auf so einen Reiterhof. Das kann man auch dort buchen. Eine Stunde Ponyreiten auf dem Pferd durch den Wald. Ja. Bist du aufgeregt? Oh, kann man das striegeln? Nee, ich glaube, striegeln dürfen wir nicht. Dafür dürfen wir länger reiten. Wir gucken mal, wie das ist. Ich habe alle Kinder dabei. Christian ist zu Hause und arbeitet, hat seine ersten Termine und wir haben kurz vor 9. Und die Mira ist schon richtig glücklich darüber, dass sie sich bald an diese Uhrzeiten gewöhnen muss. Denn wir haben dann, wenn wir zurückkommen, noch eine Woche Ferien und dann geht die Schule wieder los. Und der Kindergarten und alle freuen sich. Also ich freue mich. Carla freut sich. Ja. Ja, Nikolas auch. Der hört gerade Kinderlieder. Also wir nehmen euch wieder mit. Wir gucken, was wir filmen können. Ich habe ja genügend Unterstützung dabei von den Großen. Und somit werde ich bestimmt dazu kommen, auch mal was zu filmen. Jetzt gucken wir uns mal die Pferdchen an. So, wir haben das Pferd. Wir haben große Weiden, wie ihr sehen könnt. Und eine glückliche Annemarie auf. Wem reitest du? Teddy. Teddy. Anne auf Teddy. Und wie ist Teddy so? Macht er gut, gell? Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. So, wir haben überlebt. Wir waren ja heute Morgen Ponyreiten. Da habe ich euch ja mitgenommen. Jetzt sind wir gerade, dann waren wir danach, sind wir hierher gekommen, haben was gegessen und sind dann ins Schwimmbad. Da waren wir auch noch mal mega lang, oder Feli? Ich glaube 2,5, 3 Stunden. Ja. Dann sind wir nach Hause, haben uns umgezogen und sind auf die Kids-Safari. Das blende ich euch hier mal ein, das war echt ganz cool. Schaut aber mal selbst. Tonight we're running on the right track. Die Kinder hier dann auch erledigen. Und genau, jetzt machen wir mal weiter, denn total cool. Ich habe natürlich auch im Urlaub immer mein Handy mit dabei und ich bin ja auf Instagram wirklich sehr, sehr fleißig. Ich weiß, dass viele sich viel mehr Vlogs von uns wünschen. Ich verstehe das total und ich würde das auch, also es ist wirklich so, dass es so ein Herzensding ist, die Vlogs, weil ich die auch total gerne selber gucke von den Urlauben. Gerade jetzt letztes Jahr waren wir um diese Jahreszeit hier, da war der Nikolas gerade 4 Wochen alt. Das sind so schöne Erinnerungen, die ich dann hier habe, aber ich schaffe es tatsächlich nicht immer sofort mit dem Schneiden. Und im Moment war es wirklich so, dass ich gar keine Zeit dafür gefunden habe. Aber jetzt, den Urlaub wollte ich auf jeden Fall auch wieder mitvloggen. Das habe ich jetzt ja auch gemacht. Ich muss es nur noch zusammenschneiden. Das mache ich heute Abend schon mal. Und werde das ja, habe ich ja gesagt, 2 Teile aufteilen. Das ist der zweite Teil. bei Instagram bin ich auf jeden Fall immer total aktiv und filme immer eigentlich jeden Tag unseren Alltag mit. Da
Ich guck mal, ob hier eine Spinne ist. Da bin ich eigentlich am aktivsten. Da dürft ihr mir auch gerne folgen. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, da seht ihr auf jeden Fall mehr. Auf jeden Fall nehme ich auch schon den ganzen Urlaub euch hier mit durch den Urlaub bei Santa Parks. Und total lieb. Sie haben sich bei mir bedankt, dass ich so viele Stories mache und auch verschiedene Reels gedreht habe. Ich nehme euch natürlich auch im Urlaub ganz normal mit, wie wenn ich zu Hause bin. Und ich weiß, dass es viele ja auch gerne wissen wollen, wo wir sind, was wir dort machen, wie die Begebenheiten dort sind. Ich schaue mir sowas auch gerne an, um einfach Ideen zu sammeln, wo wir in Urlaub hinfahren können. Und für uns als Großfamilie ist Center Parks zum Beispiel super einfach, weil die Häuser groß sind und hier einfach für jede Altersklasse was geboten ist. Und genau, deswegen haben sie sich jetzt bei uns bedankt. Das fand ich so mega lieb. Sie haben uns eine Kiste mit für einen Grillabend gerichtet. Ich zeige euch das gleich mal. Mega lieb an alle gedacht. Das weiß ich total zu schätzen. Das finde ich, das freut mich total. Das zeigt mir einfach, dass sie auch die Arbeit sind, die dahinter steckt, hinter Instagram. Und ja, also die Kiste zeige ich euch jetzt. Sie verließ nämlich schon ganz ungeduldig, weil sie unbedingt diesen Grill aufbauen möchte und grillen möchte. Deswegen müssen wir uns da jetzt ein bisschen ranhalten. Und was wollte ich denn sagen? Morgen ist Samstag übrigens. Heute ist übrigens Freitag. Morgen ist Samstag. Morgen bin ich nämlich ab 2 Uhr nicht mehr hier. Da bin ich nämlich auf dem Weg zum Blogger-Treffen in die Pfalz. Diesmal nach Speyer. Sehr schön, wäre von mir so circa 20, 30 Minuten entfernt gewesen, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Jetzt sitze ich aber hier am Bostalsee, aber ich habe mir überlegt, ich gehe trotzdem hin. Es sind 1 Stunde 20, ich fahre die gerne. Ich fand das letzte Mal schon mega schön, deswegen werde ich das diesmal auch machen. Und da ist diesmal Festival-Style und diesmal bin ich so unvorbereitet. Ich habe einfach nur mein Kleid. Keine Accessoires, ich habe gar nichts, aber angeblich kann man das dort auch alles machen. Ich hoffe doch mal, aber ich komme halt direkt aus dem Urlaub, dann ist es halt so. So, Nikolas ist draußen übrigens hier im Garten und zupft Gras und legt das auf die Liegen drauf. Und Christian beobachtet ihn dabei, wie er Gras zupft und das auf die Liegen legt. Da kommt auch schon das Entchen. Ich habe gesagt, wir zeigen jetzt unsere Grillbox. Wie hieß denn dein Pferd eigentlich? Das wissen die ja noch gar nicht. Weißt du es noch? Soll ich dir das ins Ohr flüstern? Teddy. Ja, Teddy war ein süßes Pferd. Mira fand ihn nicht so süß. Mira, was hat Teddy mit dir gemacht? Mich gebissen. Teddy hat Mira ins Bein gebissen. Das klingt jetzt böse, wenn ich lache, gell? Aber es hat dieses Tier wirklich halt gemacht, ne? Und Mira hat sich davon echt nichts anmerken lassen, aber sie hat wirklich einen blauen Fleck. Ich habe erst sie übertreibt, dass er nur so ein bisschen so geknabbert hat. Aber er hat sie wirklich gebissen. Ist nicht lustig. Ist nicht lustig, Mira! So, jetzt zeige ich euch hier mal Grill, Kohle und was sich hier drin verbirgt. Das Ganze kann man sich nämlich hier auch wirklich buchen und liefern lassen. Das bieten die an, so ein Grillpaket. Also ich finde das ganz cool, da hat man so ein Event mal am Abend. In dem Fall haben sie das natürlich jetzt auf uns abgestimmt. Es ist sogar für den Nikolas was drin. Feli, wo ist das denn nochmal? Schaut euch das an. Die haben sogar ein Gläschen für Nikolas mit eingepackt. Und ein Quetschi, wie cool. Für die Kinder gibt es, glaube ich, für alle eine Capri-Sonne, gell? Und hier so süße Gläser, die packen wir jetzt gleich mal aus und gucken, was da eigentlich drin ist. Ja, Feli, du darfst sie endlich auspacken. Feli ist schon ganz aufgeregt. Das sind bestimmt Center Parks Gläser, die ihr behalten dürft. Ah, Coca-Cola Gläser. Cool, die dürfen wir aber auch behalten. Warte, ich versuche es noch fest scharf zu stellen. Die sehen echt cool aus. Ja. Und Kinderriegel, Chips sind mit drin, Grillsoßen, Bier. Bier ist bei uns so, das werden wir wahrscheinlich komplett so nach Hause mitnehmen, weil weder Christian noch ich trinken Bier. Aber Cola, Sprite, Kartoffelsalat, Krautsalat, Maiskolben, Würstchen habe ich irgendwo gesehen gehabt, gell? Die sind hier.
hier so Mini-Bratwürstchen. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Grillfleisch, gell? Mhm. Schweinerückensteaks. Schweinerückensteaks. Genau. Richtig, richtig cool. Und Mais, den wir drauflegen können. Anzündwürfel. Ein Riegel für Nico, voll süß. Und Soßen sind sogar auch dabei, ne? Grillsoßen sind dabei. Also richtig, richtig cool. Können wir es uns schmecken lassen jetzt, Felix. Jetzt kannst du deinen Grill aufbauen. Felix ist immer der Aufbaukünstler, die liebt sowas. Sie ist jetzt glücklich. Hier sieht es übrigens aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, ne? Ich habe aber aufgeräumt. Ja, aber der Nikolas räumt halt immer wieder aus. Ich filme euch mal ganz schnell mein Outfit. Ich bin nämlich mal wieder natürlich fast zu spät. Ich gehe jetzt auf das Blogger-Event. Die bleiben hier. Juhu! Und das hier ist mein Outfit. Also ich habe so ein, ich kenne den vielleicht schon von meinen Fotos auf Instagram, so ein Festivalkleid an und ein Jäckchen drüber und eigentlich Turnschuhe. Aber ich habe mir gestern eine Blase gelaufen. Das tut so mega weh mit diesen Schuhen. Ich glaube, ich werde tatsächlich meine Birkenstock rausholen. Das ertrage ich nicht. Das sind Schmerzen. Die halte ich nicht aus. So, genau. So noch auch nochmal. Ich schminke mich ja wirklich selten. Aber ich habe mich jetzt mal so richtig rausgeputzt. Und das alles unter einer Stunde. Möchte ich mal erwähnen, weil mein Mann immer sagt, ich bräuchte so lange dabei, braucht er immer am längsten. Aber ich muss jetzt wirklich los. Ich stopp jetzt meinen Kaffee, den hat mir Feli geholt. Und dann geht es für mich ins Auto und los. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Dann ist praktisch Sonntag. Heute ist Samstag. So, einen wunderschönen guten Morgen von der Familie Lang. Wir sind hier im Schwimmbad angekommen. Nico motzt. Ich wollte euch schon mal hier begrüßen mit dieser Riesenkabine, die es hier übrigens gibt. Das sind so Familienumkleiden. Das heißt, ihr passt dort wirklich rein. Also wenn wir dort als Großfamilie reinpassen, das ist wirklich super. Immer mit Wickeltisch und es ist auch alles hier für Rollstuhlfahrer noch mit ausgelegt. Und natürlich ganz viele weitere Kabinen. Dann geht's jetzt mal rein ans Umziehen. Hier gibt es übrigens dann auch eine behindertengerechte Toilette und Dusche. Und hier läuft man dann durch die Duschen zum Schwimmbad auch nochmal einen Wickeltisch, den ihr nutzen könnt. Hier drüben sind dann nochmal so einzelne Duschen. Dann kommt ihr hier rein und hier gibt es auch immer Laufstelle und nochmal Wickelmöglichkeiten, Stühle. Das hier ist das Wellenbetten. Hier gibt es dann regelmäßig Wellengang. Richtig, richtig schön. Alles so, ja, mit verschiedenen Skulpturen festgehalten. Und es ist immer sehr, 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 sehr grün bei Center Parks. Ich liebe das total. Das macht voll das Urlaubsfeeling. Dann habt ihr hier drüben auch wieder diese wunderschönen Figuren. Und hier hinten gibt es noch etwas zum Essen, wo man sich was zu essen holen kann. Und hier außen seht ihr schon die coolen Rutschen. Darauf gehe ich später noch mal genauer ein. Hier gibt es den ersten Kinderbereich. Richtig, richtig schön. Es gibt sogar eine Sandstelle, die zeige ich euch gleich. Hier geht es dann auch raus ins Außenbecken hier an der Seite. Geht dann der Weg nach draußen. Hier sind lauter einzelne kleine Staudämme, die man bauen kann. Hier oben Wasser, das mit dem man spielen kann. Dann gibt es, das findet übrigens der Nikolas richtig toll, diese einzelnen Wasserfontänen hier für die Kinder zum Spielen. Das liebt er. Er liebt einfach diese Wasserteile. Dann gibt es hier ein riesengroßes Spielparadies für die Kinder. Es ist wirklich der absolute Traum. Diese Rutsche hier hinten rutscht tatsächlich auch schon Nikolas mit Annemarie und so zusammen. Das funktioniert einwandfrei. Die Wassertiefe ist hier, wie ihr sehen könnt, auch bei 15 cm perfekt. Also Nikolas kann hier auch durchkrabbeln. Das klappt einwandfrei. Dann habt ihr hier noch verschiedene andere Arten von Rutschen. Das ist wirklich riesengroß und super für Kleinkinder und Kinderset. Anne und Carla finden die Rutschen hier auch noch mega toll.
Also richtig, richtig schön. So, hier ist der Außenbereich. Hier gibt es übrigens auch immer Schwimmwesten und Schwimmnudeln. Auch hier wunderschön alles gestaltet. Und da sind die Mäuse im Wasser. Das ist nämlich der Außenpool. Richtig toll und groß. Hier habt ihr auch so wunderschöne Liegen, auf denen ihr euch das gemütlich machen könnt bei schönem Wetter. Also richtig toll. Hallo, du kleine Schwimmmaus. Mama? Ja? Wenn du dort reingehst, ist es super warm. Super warm, das freut mich. Schwimm rüber, ja. Na, Karlchen? Schön? I see you from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. Room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. Take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you, smile. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag, es ist Abreisetag. Die Kinder dürfen ein bisschen Fernsehen schauen. Wir haben hier alles zusammengepackt schon. Wir haben schon gefrühstückt. Es ist schon ein Teil draußen. Hier steht schon der nächste Teil. Ich zeige euch ja noch das ganze Haus. Keine Panik. Der Christian hat gerade hier Betten abgezogen. Und ich wollte euch unser Lebensretter jetzt noch mal genauer zeigen. Und zwar habe ich seit dem Urlaub in Holland so eine Liebesbrücke geholt. Der Christian macht vielleicht gleich mal das Bettlaken ab, dann sieht man es. Ich habe eine Liebesbrücke geholt, aber das hilft natürlich nicht nur, wenn man die hat, weil die Betten werden trotzdem auseinandergerutscht, die Matratzen. Und deswegen ist das eine Liebesbrücke mit Spanngurt. Das ist die absolut beste Investition gewesen, wenn ihr auch so Familienbettleute seid. So sieht das Ganze aus. Also man spannt dann hier außenrum so einen Gurt. Das heißt, hier geht es dann noch durch die Schlaufe durch, dass das wirklich auch nicht auseinander geht. Die beiden Matratzen bleiben zusammen und ihr habt den Schlitz gefüllt. Und es war so gut, dass ich schlafen konnte und ständig Nikolas mir in diese Ritzen gerutscht ist und dann nicht schlafen konnte. Also die wird auf jeden Fall jedes Mal jetzt mit in Urlaub kommen. Gell? Ja. Auch wenn du gesagt hast, wir brauchen die nicht. Das war eine gute Entscheidung von mir. Wie so vieles.
was wir nicht brauchen. Es gibt vielleicht auch ein paar Dinge. Es gibt vielleicht auch ein paar Dinge, die wir nicht brauchen. Aber die haben wir gebraucht. Ja, na du kleiner Mann. Der hat hier übrigens vorgestern seine Schritte hier, seine ersten gemacht. Bestimmt 10 Stück. Also er läuft ja immer mal wieder. Ich glaube, er könnte es auch. Aber er ist irgendwie, glaube ich, zu perfektionistisch dafür. Aber er ist hier so 10 Schritte gelaufen, ist stehen geblieben, hat sich selbst applaudiert. Ich glaube, das ist auch so ein Männerding. Hat sich selbst kurz gefeiert. Tschüss, Nico. Wir bauen die Liebesbrücke ab. So, ich zeige euch jetzt mal schnell noch hier eine kurze Roomtour. Hier ist der Eingang. Ich drehe mich mal so. Wir haben diesmal ein 6er Premium-Haus. Hier sind noch die Sachen, die wegkommen. Hier ging es dann in das erste Badezimmer mit Toilette, Waschbecken, Dusche. Nicolas ist not amused. Dann ging es hier ins Dann ging es hier ins Wohnzimmer rein. Und hier war dann die Küche. Also hier waren die Sitzplätze, einen Kinderstuhl habt ihr immer dabei. Dann war hier die Küchenzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Herd. Hier draußen war dann der Außenbereich. Also da waren 2 Liegen dann und Tisch und Stühle, alles schön grün. Ein Fernseher habt ihr, ihr habt auch einen Kamin, wenn es kälter ist. Dann ging es hier direkt in das Elternschlafzimmer. Das waren, wie gesagt, 2 Einzelbetten, der Schrank, Babybett ist immer da, hier oben ist die Matratze und natürlich auch mit Fenster. Ja, Schatzi, wir lassen dich nicht hier. Und dann ging es, hier gab es dann noch so einen Abstellraum mit einem Wäscheständer und sowas, was man halt so braucht. Dann ging es hier die Treppen hoch. Hier oben habt ihr auch ein Kinderbettgitter. Dann ging es hier geradeaus in das große Badezimmer. Da war, ich hasse es, wenn Klodeckel offen stehen, Entschuldigung. Badewanne, Waschbecken, Toilette. Nicolas dreht unten gerade durch. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Dann gab es hier ein Schlafzimmer. Auch mit Schrank und 2 Betten. Und hier drüben ein größeres Schlafzimmer. Das hatte auch 2 Betten, auch nochmal ein Kinderbett, wenn man es braucht. Das hatte auch einen Fernseher und hat hier noch so eine Nische. Das sind jetzt also schon mal die abgezogenen Betten. Und es war dann etwas größer. Genau, jetzt gehe ich mal runter, weil ich glaube, Nico braucht mich. Auf jeden Fall war das so die Übersicht zum Haus.